Und bitte. Stets bemüht. Der Podcast mit Mirella und Carlo. Oder haben wir gesagt Carlo und Mirella? Ah, wirklich? Weiß ich nicht mehr. Wir können auch Carlo und Mirella sagen. Was klingt denn besser? Weiß ich auch nicht. Carlo, Mirella, Mirella, Carlo. Also mir ist egal. Mir ist es auch egal. Okay. Danke. Stets bemüht. Der Podcast mit Mirella und Carlo. Ich verstehe 23:45 nicht. Das ist aber 11.15 Uhr, gell? Weil das noch so weit weg ist das von der 12, nie, ne? Das würde ich nie sagen. Ja, ich würde Viertel nach 11 sagen. Ja, 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 glaube ich, weil das näher an der 11 dran ist, macht das mehr Sinn, als wenn dann 23:45. Ja, ja, voll. Ja. 23:45 leuchtet dann schon mehr ein. Ich finde 23:45 ist total sinnvoll und jeder, der was anderes behauptet. Ja, ist, glaube ich, aber auch ein... Das ist ein fränkisches Ding. Teil, ja, oder? Ich weiß nicht, ob bayerisch oder fränkisch. Ich weiß es nicht. Egal. Egal. Wir sind ja hier in Franken, wir können ja sagen, was wir wollen. No, es ist jetzt auf jeden Fall Viertel vor zwölf. Dreiviertel zwölf ist es. Dreiviertel. Und also wir können zwar sagen, was wir wollen, aber gendern können wir nicht. Zumindest nicht in Schulen. Nee, das dürfen wir nicht mehr. Nee, 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 nee. Apropos Karriere und was noch so ansteht. Ja. Wir haben uns überlegt, dass es eigentlich ganz witzig wäre, mal so verschiedene Abzweigungen im Leben durchzugehen und zu gucken, was wäre eigentlich dann passiert. Also so ein bisschen Alter Egos nachzuspielen, weil ich habe immer das Gefühl, es gibt wirklich so ein Paralleluniversum, wo eine andere Version von mir lebt, die einfach sich irgendwann mal für was anderes entschieden hat und jetzt ein ganz anderes Leben lebt oder vielleicht auch sehr nah an dem, was ich habe, aber so bisschen nur anders oder keine Ahnung. Das ist dann auch schon ausschlaggebend irgendwie. Voll, und es ganz anders ist. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, sich mal zu überlegen, weil man wird ja auch in Interviews gefragt, was würdest du machen, wenn du kein YouTube machen würdest? Was würdest du machen? Und auch im Privaten habe ich es auch das Gefühl. Das wurde ich jetzt schon teilweise gefragt und ich mache das jetzt auch noch nicht mal so lange, aber das ist anscheinend irgendwie sehr interessant so. Die Leute lieben das aber auch, Leute nach ihren Berufen und ihren Zielen und ihrer Karriere zu fragen. Vielleicht ist es ja auch so ein unterschwelliger Hinweis darauf, na, das kann ja ganz schnell vorbei sein. Ja, pass du mal lieber auf, dass du hier schön am Boden bleibst. Und das wissen bleibst. Wir auch. Einen Künstlernamen hast du nicht bekommen. Nee, stimmt, das haben wir abgefrühstückt, das hat schon mal nicht geklappt. Der wurde nicht im Perso eingetragen, deswegen würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das eine langfristige Karriere wie die von Pietro Lombardi ist. Nee, nee, nee. Gibt es was, wo du denkst, wenn du dich da entschieden hättest, wärst du jetzt ein anderer? Ja, ich glaube, das allererste, was ich schon hatte, wäre, vielleicht, ich wollte eigentlich immer die Schule abbrechen nach der 10. Klasse, weil man da, wenn man auf dem Gymnasium war, die mittlere Reife einfach geschenkt bekommen hätte. Ja. Und ich hatte so keinen Bock auf Schule, dass ich da schon immer gedacht hätte, ich hör auf. Wirklich? Ich schmeiß hin. Mhm. Aber dann bin ich in der 10. durchgefallen und hatte nicht die mittlere Reife dann dadurch automatisch. Im nächsten Jahr hatte ich sie dann gehabt, aber dann war ich so drin, dann war ich so eifrig in der 2. Ja, du hast ja gesagt, das war für dich so ein großer Unterschied, ne? Ja, voll. Vielleicht Was ist da passiert? Vielleicht ist da ein bisschen die Pubertät abgeflacht, das könnte sein, dass ich nicht mehr ganz so anstrengend hormonell. War. Mhm. Und vielleicht habe ich es einfach nur ein zweites Mal hören müssen. Um es zu verstehen. Ja. Sorry, nee, aber das ist ja dann auch 11. 12. Klasse ist ja doch dann auch besser. Hast ja, du, ja. Ja, 12 Jahre hast du, ne? Ja. Ich habe 12 Klasse, also quasi dann 13 gemacht. Okay. Einfach von dem. Eine Ehrenrunde, G8, wie man sagt. G8 hältst du nichts. Habe ich nichts davon gehalten. Nee. Habe ich mich ja schon bei der Einführung gegen gesträubt. Ja. Gestülpt. Gestülpt. In alle Richtungen. Ja, ein paar Wörter habe ich trotzdem nicht gelernt scheinbar, als ich da nochmal wiederholt habe. Das hätte natürlich aber schon, da hätte ich wahrscheinlich einen anderen Beruf gelernt. Meinst du? Aber hast doch eine Ausbildung gemacht, das kann man doch auch mit einer mittleren Reife eigentlich machen. Oder war es bei dir damals verpflichtend, Abitur zu haben? Die, wo ich dann Ausbildung gemacht habe, die wollten nur Gymnasium. Echt? Aber hätte ja bestimmt auch irgendwie anders geklappt. Also ein anderer Betrieb hätte bestimmt Mediengestaltung auch ausgebildet mit einfach nur mittlerer Reife. Aber hättest du quasi 2 Jahre früher auch schon hattest du da schon das Ziel oder den Traum oder immer Mediengestalter zu sein an dem Punkt oder kam das erst später? Ich habe da schon mal ein Praktikum gemacht, also das stand auf jeden Fall schon im Raum, aber ich habe da auch ein Praktikum in dem Jahr gemacht.
Im Kindergarten. Ah. Und was, sowas ganz anderes. Da hätte ich ja Kindergärtner vielleicht werden können. Das wäre süß gewesen, glaube ich. Aber auch nur für die ersten 2 Monate. Nee, ich habe das eigentlich sehr gemacht im Kindergarten, aber ich habe mich da dagegen entschieden. Wegen der Geldfrage, ehrlich gesagt. Ja, so das schlecht ist ein bisschen der, eigentlich der schlimmste Grund, aber irgendwie war es mir dann doch ein bisschen wichtig. Ja, so, ist ja auch dass ich mal ein bisschen mehr, also Mediengestalter ist jetzt auch nicht der Beruf, mit dem man sich den reichen Lebensunterhalt irgendwie leisten könnte, aber ein bisschen mehr vielleicht noch als eine 5-jährige Ausbildung zu machen, in der man ja basically gar nichts verdient oder gar nichts ansparen kann, weil dann gerade so zum Leben reicht oder so, aber das hätte anders laufen können. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie beim Spiel des Lebens, wo man so eine Berufskarte zieht und sich dann entscheidet, eben für verschiedene Wege. Habt ihr das auch so gespielt, dass man 3 Sachen ziehen durfte oder war das eine Familienregel bei uns? Nee, man darf, ich glaube, es steht im Regelwerk, das habe ich ja erst letztens auch durchgegangen, weil das jetzt bei uns auch Thema ist, wollte ich vor allem das Spiel, aber jetzt, ich hatte das nie und hatte es immer nur bei einer Freundin, jetzt habe ich es endlich selber. Geil. Finally. Hat sich das Design verändert? Nee. Sehr gut. Absolut gar nicht, finde ich auch sehr gut. Ich glaube, man kann 2 oder 3 Berufe ziehen und sich dann einen aussuchen. Ich glaube 2. Ich glaube 3 ist nach einer Regel von eurer Familie. Ja, ich glaube, wir haben da nämlich einige, die ein bisschen anders gelaufen sind, aber auch einfach aus Faulheit. Ist wir lesen das jetzt nicht nochmal durch. Nee, ich bin da schon sehr regelkonform. Ja? Ist mir wichtig. Gestern habe ich ein Spiel gespielt, Hitster, kennst du? Nee. Wo man Lieder erraten muss und dann in Zeitstrahl einordnen muss. Und das ist ein so modernes Spiel. Man scannt das ab und dann wird das Lied auf dem Handy abgespielt. Und das ist so modern, da ist noch nicht mal eine ausgedruckte Spielanleitung mit dabei. Sondern ein YouTube-Video, wo sondern auch ein QR-Code. Ja. Absurd. Also das ist wirklich Da sag ich Nein zu. Und dann im Kontrast das Spiel des Lebens, was wahrscheinlich seit 73 wurde das nicht mehr redesigned. Ja, und es soll auch genau so bleiben. Ja. Das soll auch genau mit diesen binären Figuren, die entweder blau sind oder rosa sind, das soll so bleiben. Das ist absolut klar. Ich fand das damals als Kind, habe ich mir schon gedacht, oh, die Zeichnungen sehen irgendwie alt aus. Nothing has changed. Nothing has changed. Ist aber auch gut so. Ja, voll. Für uns Bayern ist das nur beruhigend, denn das mal. Also, was wäre denn Erzieher Carlo? Ja. Hätte jetzt, glaube ich, schon seine mittlere Lebenskrise. Er hätte wahnsinnige Rückenschmerzen. Ja. Noch mehr als jetzt. Du hättest aber ein krasses Immunsystem oder gar keins. Oh ja. Wahrscheinlich eher krass, oder? Muss man. Ich weiß es nicht. Weil anders macht man den Beruf wahrscheinlich nicht lange. Aber es gibt ja, also. Ist momentan ja so, dass trotzdem viele ErzieherInnen ja auch krank sind. Ja, stimmt. Hast du auch erzählt, dass das nicht läuft. Aber so eigentlich. Die in den ersten 3 Jahren, da bringst du wirklich, hast du wahrscheinlich nochmal irgendwie Windpocken, Streptokokken. Kann man das nochmal haben? Nee, ich glaube, wenn man es einmal hat, nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt es nochmal Erwachsenen-Windpocken? Ja, weiß ich nicht. Kann gut sein. Aber gefühlt alles. Ja. Hand und Fuß. Was das ist ja allein bei dir schon jetzt so also die letzten Jahre gewesen, dass du das alles nochmal mitgenommen hast und bist nicht von 50 Kindern umgeben, sondern von einem Kind. Das reicht schon. Das nimmt schon alles mit und gibt weiter und so. Voll. Das wäre auf jeden Fall ein Thema. Und ansonsten wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig ausgelockt. Ich habe gestern mit Kindern einen Tag verbracht und ich war danach dann so, warte mal, Stille? So hört sich Stille an, obwohl es nur ein paar Stunden waren und ich habe es geliebt. Aber danach war es so, ach warte, das war ja wirklich, das ist ja eine richtig krasse Aufgabe. Ja, so. Ist schon ein fordernder Job und dann noch schlecht bezahlt. Das ist eine Katastrophe. Ja. Was wäre, wenn du keine Kinder hättest? Ja, also es gibt eine Version von mir, die sich entschieden hat, keine Kinder zu bekommen oder sich noch entscheiden wird, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir das letztens auch gedacht, ich glaube, ich wäre auch, also ich glaube, das wäre auch cool für mich, das so zu leben. Und also ich verstehe voll, wenn man sich dafür entscheidet, Kinder zu kriegen. Ich verstehe das voll, wenn man auch sagt, man möchte keine Kinder bekommen. Das wäre jetzt auch überraschend, wenn du sagen würdest, das verstehe ich überhaupt nicht. Gibt's auch. Ja, klar. Gibt's auch. Aber dass man, ich glaube so, ich hätte vielleicht noch mal ein Haustier mehr oder so, habe ich das Gefühl, weil ich ja eh schon einen Hund habe und eine Katze ist jetzt bei der Oma so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde viel mehr reisen, auf jeden Fall. Ich wäre so eine richtige Travel-Maus. Mein CO2-Abdruck wäre sehr schlecht, so noch viel schlechter, als er jetzt ist. Ich glaube auch,
Also eigentlich war ja nie der Grund, dass ich aus Köln weggezogen bin, weil ich gesagt habe, ich kriege jetzt ein Kind und deswegen möchte ich wieder zurück, ja. Sondern eher, ich möchte einfach so zurück. Ja. Und ich kriege aber auch ein Kind, so weißt du. Es war eigentlich nicht gekoppelt, aber es war trotzdem ziemlich zeitgleich alles. Vielleicht war es auch unterbewusst so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, vielleicht würde ich dann schon nochmal auch irgendwie in einer anderen Stadt wohnen oder irgendwie sagen, sowas wie überwintern in... Auf Madeira. Das, ja, voll. Erste Wahl. Kapstadt, da ja. Wo alle Influencerinnen sind. So. Eben. Das würde ich schon mehr sehen, weil so jetzt ist es halt, dann hat man keine Kinderbetreuung, der Alltag ist dann irgendwie raus. Also man kann das ja immer noch machen, solange man keine schulpflichtigen Kinder hat. So. Aber es wäre irgendwie viel mehr... Mehr Zeit auch einfach, ja, die du anders verplanen könntest. Voll. Und ich glaube, ich wäre einfach halt... Ich meine, ich beschäftige mich jetzt schon extrem viel mit Garten und Backen und sowas. Ja. Aber ich glaube, ich würde mehr arbeiten auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich schon meine erste Fernsehsendung, die schon wieder abgesetzt wurde. Ja, genau, klar. Die hätte ich schon gehabt. Einfach weil so Prios dann halt anders sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich, also so die Vorstellung, ich freue mich zum Beispiel auch irgendwie drauf, wenn ich irgendwann mal... Wie alt bin ich denn dann? Keine Ahnung, 50 bin und die Kinder raus sind und ich dann nochmal auch so einfach, also ich glaube, das ist auch voll die schwierige Phase für viele. Kann gut sein. Aber ich freue mich da auch schon drauf, weil ich mir denke, ah ja. Da musst du dich eigentlich fast nochmal neu erfinden. Ja, voll. Ja, was du jetzt machst, wenn du nicht mehr auf jemand anderen so aufpassen musst oder pflegen musst oder irgendwas, ne? Voll. Ja, aber gut. Ja. Jetzt ist leider nicht so gekommen. Was heißt leider? Ist ja alles schön, so wie es ist. Aber ich glaube, es gäbe auch diese Version. Und ich weiß nicht, was da passiert hätte müssen vorher, um dass ich sage, wahrscheinlich hätte ich einfach, wenn ich nicht den Partner gefunden hätte, wo ich sage, ja, das ist irgendwie eine... Aber hast du nicht gesagt, du hast auch diesen Wunsch schon irgendwie gehabt? Ja, schon. Ich wollte schon irgendwie, Kinder waren schon, also ich dachte schon immer, dass ich Kinder haben würde. Und ich frage mich, ob das... Aber ich frage mich, ob das wirklich sowas von mir ist oder ob das halt sowas Gesellschaftliches ist, weil halt einfach Kinder kriegen so zum Standardrepertoire, sage ich mal. Zum Ablauf, wie das halt so ist, so das Leben. Ja, voll. Das, und ich frage mich auch, ob das so ein hormonelles Ding ist, also der Mensch ist ja auch einfach so programmiert, dass es irgendwann kommt, und ich frage mich, ob das bei mir auch irgendwann kommt, weil jetzt gerade habe ich das ehrlich gesagt gar nicht, und wer weiß, wenn es kommt, wann es kommt, ich weiß auch nicht, ob Männer da anders gepolt sind mit den ganzen Hormonen, ich habe keine Ahnung, aber was ist meine erste Reaktion darauf, werde ich mir dann auch erstmal einen Hund holen, weißt du, um das erstmal so... So, hatte ich ja schon dann, gemacht. Genau, ich hatte ja so mit dem Hund probiert, hat nicht gereicht. Ja, erst Katze, dann Hund. Ach, jetzt noch ein Kind. Jetzt nochmal richtig alle Aufgaben. Ja. Gleichzeitig dann auch. Ja, ich sehe das aber auch. Ich sehe auch nochmal einen Hund in meinem Leben. Bin ich das ganz hast ehrlich. Du ja gesagt. Ja. Dass sie, auch wenn du so die Kinder weg hast. Ja, so, dann auf jeden Fall nochmal einen Hund rein. Ja. Ja. Egal was. Was für eine Hauptsache Hund. Hund, ja. Nee, aber das frage ich mich wirklich, ob das dann irgendwann bei mir kickt, diese Hormone. Und was dann meine Reaktion darauf ist. Ob ich dann, weil jetzt gerade ehrlich gesagt, eine Leihmutterschaft schließe ich sowas von für mich aus, weil ich mir das so schrecklich vorstelle. Das ist auch gar nicht legal in Deutschland, oder? Ja, aber es gibt ja auch... Es gibt ja Wege. Ne? Also wo ein Wille... Ja, wo dann Geld nicht. ist auch ein Weg. Auch das natürlich. Und dann, das sind ja schon einige gegangen auch. Und wer weiß, wie es ist, bis ich dann da mal so weit bin. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Diese Vorstellung, dass dann eine Frau ein Kind gebärt und dann abgeben muss, finde ich irgendwie ganz schrecklich. Also klar, die weiß das auch davor. Bist du zu empathisch? Ja, würde ich wahrscheinlich weinen. Ja. Bist du dir sicher? Ja, genau. Du, also, du kannst auch behalten. Willst du doch nicht. Ja. Okay, wann kommst du? Ja. Du kannst es immer besuchen. So dann. Ja. Aber deswegen Adoption, ist es dann die Lösung für mich? Oder ist es halt doch gar nichts? Ja, mich fragen manchmal Leute, ob Adoption, oder ich habe schon mal die Frage, Frage bekommen, ob Adoption ein Thema für mich wäre. Und bis zu einem gewissen Grad ja, aber ich finde es ganz schwierig, wenn Leute so sich darüber so krank definieren, dass sie adoptieren. Weißt du, was ich meine? Ja, weil die das dass mehr sie für so ein bisschen so zu sehr sich daran
ergötzen, dass sie jetzt so viel Heil in die Welt bringen. Weißt du, was ich meine? Komplett. Das ist ganz, ich finde, es ist ein ganz schmaler Grat aus, mache ich das jetzt wirklich, um mich selber zu profilieren und zu zeigen, ja, ich habe adoptiert, ich bin wirklich ein besserer Mensch als ihr. Oder mache ich das wirklich, weil, also ich glaube, es ist halt schwierig, da so Gründe, also ich meine, für jeden sind andere Gründe, die richtigen Gründe. Klar. Aber ich finde es, also ich finde, das ist so ein ganz schmaler Grat. Ja. Teilweise. Ich glaube, oft ist es halt, also jetzt in meinem Fall wäre es ja auch einfach so, ich werde kein Kind selbst gebären können, deswegen ist das ein Weg. Ja, voll. Und dann finde ich das halt einfach einen guten Weg. Ja, so. Voll. Aber das ist ja auch nochmal was ganz anderes, genau, in einer Hetero-Beziehung als. Aber ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn es dem Kind dann besser geht, ja, und ein guter Leben, gutes eben. Leben ja voll, auch dann voll. Gegeben ist, das ist ja dann, also die Auflagen sind ja hoch genug, dass es da auch wirklich garantiert ist, dass das Kind ein gutes Leben haben wird dann wahrscheinlich. Ja. Oder ein besseres. Und dann, ja, ist tricky, aber ich weiß genau dieses Gefühl, was du auch hast. So. Ja. Ob dann nicht doch mal irgendwie auf einer Preisskala gesprochen wird, ein bisschen über, wie gut man das gemacht hat und dass man da was ganz Tolles gemacht hat und so. Und dass das Kind dann eigentlich mehr wie so eine Auszeichnung für einen selber ist. Genau, wie so eine Trophäe oder wie so, das finde ich irgendwie ganz komisch. Ja. Macht man auch den ganzen Social-Media-Account darüber. Oh Gott, ja. Und das steht auch oben. Ja, steht oben in der Bio auf jeden Fall drin. One, self-made, three, adopted. Das wäre die Übersetzung. Selbst gemacht. Ja. Geil. Ja, das kann das Kind von Anfang sagen, I'm self-made. Ja, aber was wäre, wenn ich hetero wäre? Was wäre, wenn du hetero wärst? Auch ein gutes Was-Wenn wäre. Was weil dann liegt das ja noch viel mehr auf der Hand, dann, dass ich auch diesen Standardweg gehen würde und dass ich das einfach machen würde. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Hätte ich, hey, aber dann würde ich auch nicht diesen Beruf machen. Weil dann, ich glaube, ich hätte nicht diese Personality entwickelt, wenn ich mich nie irgendwie rechtfertigen hätte müssen. Ich glaube, das kam nicht ohne Grund irgendwie zustande, dieses Nervige. Aber es gibt ja genug hetero Männer, die genug im Internet sind. Stimmt. Aber ist eine gute Frage, ob ich dann so geworden wäre, wie ich jetzt bin. Wahrscheinlich nicht. Oder? Wahrscheinlich nicht. Weil man entwickelt ja so einen Charakter auch so aus. Ja, so, weil man kann das ja einfach nicht weg. Nee. Rationalisieren. Was wäre, wenn man einen Namen hätte? Stell mal vor. Du wärst wirklich Vanessa. Was ist ja mein zweiter Name. Und ich wäre wirklich London. Ja, auch möglich. Und wäre an der West Coast. Ja. Britisch auch. Stell mal vor, du wärst einfach woanders geboren. Deine Eltern hätten sich kurz vorher entschieden, umzuziehen. Wir ziehen woanders hin. War das, weißt du, ob das jemals eine Option war? Nee. Ich glaube nicht. Aber bei deinen Eltern wäre es ja eigentlich viel realistischer gewesen. Ja, wenn die nie nach Deutschland gekommen wären, wäre ich einfach Tschechin. Ja. Also ich würde Tschechisch jetzt sprechen. Ich hätte jetzt einen Podcast auf Tschechisch. Ja. Ja. Wie würde der heißen? Ich habe eine andere Sprache. Ich kann diese Sprache nicht. Was ist das erste tschechische Wort, was dir anfällt? Knedličky. So würde der Podcast heißen. Der würde so heißen. Was heißt das nochmal? Knedliček und Knedličky. Das heißt Knödel. Ja. Wow, dass ich das sogar wusste. Jetzt habe ich das mal irgendwo erwähnt, glaube ich, in einem Video oder so. Der Knödelchen-Podcast. Ja, auch das. Aber das wäre so cool. Stell dir mal vor, das wäre nicht meine Muttersprache. Und ich würde einfach gerade denken und reden in einer anderen Sprache, die ich jetzt gar nicht beherrsche. Das ist so weird, das Gefühl. Das ist gerade so, was mache ich mit meinem Mund? Was kommt hier jetzt raus? Jetzt achtest du doch, das ist wie wenn man auf einmal darauf achtet, wie man läuft. Ja, oh Gott. Das ist wirklich so. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Ganz schlimm, plötzlich. Oder wenn man auch darauf achtet, wie man atmet. Sofort überventilieren. Kannst du das aber bei so Atemübungen kann ich das dann? Dann kann ich mitatmen. Ja, das kann ich auch. Aber da bin ich auch sehr gut dran. Ich kriege zurzeit immer so eine Werbung für so eine Meditations-App. Mhm. Habe es mir natürlich noch nicht runtergeladen, weil das langt mir, was ich da an Werbung bekomme. Ja. Und da steht dann immer einfach nur, atme ein. Und dann lässt sich so ein Ballon auf. 4 Sekunden, halten 2 Sekunden, ausatmen 4 Sekunden. Und das mache ich dann kurz 3-mal und dann scroll ich weiter. Brauche ich doch die App nicht. Ja, eben. Was hast du das hier umsonst? Bin doch hier komplett entspannt schon nach den 4 Sekunden. Ja. Ein- und ausatmen, fertig. Ja. Dann denke ich mir auch manchmal, was, wenn ich so in der Schule in eine andere Clique gerutscht wäre. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Warst du in der Schule, warst du so eine, also wenn man jetzt sagt,
der Beliebte, der Mobber, der Außenseiter. Wenn man in solchen Kategorien denkt, warst du immer so eine Person? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass man ganz, ganz viele verschiedene Rollen im Laufe der Schulzeit zum Beispiel einnimmt. Ja. Also ich habe safe Leute gemobbt. Das ist jetzt kein, bin ich nicht stolz drauf. Aber ich glaube, die meisten Leute haben das gemacht. Und die, die sagen, das haben sie nie gemacht, die sollten vielleicht doch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Aber man, mit Sicherheit hat man sich über irgendjemanden lustig gemacht. Es wurde auch über mich lustig gemacht. Ich war mal total beliebt. Ich war auch mal total unbeliebt. Ja. Ich war irgendwie so irgendwie schon. Alles. Ich frage mich aber, obwohl ich habe auch das Gefühl, dass ich, wenn ich andere jetzt anschaue, die so, wenn ich an die Beliebten denke, die in der Schule, dann habe ich irgendwie das Gefühl, die waren immer beliebt. Aber das kann auch sein, dass es nicht so war. Dass man den Teil einfach nicht mitbekommen hat. Ja. Ich war aber auch von Anfang bis Ende auf einer Schule. Ja, ich auch. Ach, von ganz Anfang bis ganz Ende? Nee, aber halt von also Grundschule Klasse. Auf einer Schule und dann fünfte bis zwölfte auf einer Schule. Und ich glaube, wenn man nochmal umzieht zum Beispiel, dann kann man ja nochmal andere Rollen einnehmen. Ich habe nochmal eine andere Rolle eingenommen, als ich dann durchgefallen bin ein bisschen. Weil davor war ich nicht beliebt, aber danach war ich beliebter. Das war auch immer krass, wenn jemand von einer anderen Schule oder eben vom Durchfallen in die Klasse gekommen ist. Das war immer wie so ein Alien, der gerade gelandet ist. Weil dieses eine Jahr, also gerade wenn es jemand war, der irgendwie ein Jahr älter war, war das wirklich teilweise so der Unterschied zwischen Stimmbruch und Nicht-Stimmbruch oder irgendwie Gesichtsbehaarung und keine Gesichtsbehaarung. Ja. Oder einfach so ein, also es war immer so, wow. Das war wirklich absurd bei mir, weil ich bin durchgefallen und bin in eine Klasse gekommen, in der ich nicht sein wollte, weil ich da niemanden kannte erstmal. Und ich kannte aber aus der Parallelklasse, da waren gute Freundinnen von mir in dieser Klasse. Deswegen wollte ich lieber in diese. Aber du und bin schon mit der Intention reingegangen an dem Morgen in die Schule. Ich wusste schon, in welche Klasse ich komme. Ich gehe in der ersten Pause zum Direx und frage, ob ich Klasse wechseln kann. Das ging irgendwie in den meisten Fällen so. Habe einfach gedacht, das versuche ich mal. Und die kannten mich aber, diese Leute, die in der Klasse waren, in die ich gekommen bin, kannten mich, weil ich damals YouTube-Videos gemacht habe. Und es war mir nicht bewusst, dass die das aber wussten. Und ich kam in die Klasse und in den ersten zwei Stunden wurde Klassensprecher gewählt. Und ich wurde als Erster aufgestellt. Und ich kannte niemanden. Und du wurdest auch gewählt? Nee, ich habe gesagt, ich möchte nicht. Oh. Aber, weil ich ja wusste, Leute, wir haben jetzt noch zweimal eine Dreiviertelstunde und dann bin ich hier wieder weg. Und das war aber so absurd für mich, dass, vor allem weil ich diese Rolle nie davor hatte, dass mich irgendjemand sich für mich interessiert hätte oder so. In der Klasse davor auf gar keinen Fall wäre das jemals jetzt passiert. Plötzlich. Und dann auf einmal. And I will be famous in Paris. Kennst du das Lied? Ich weiß nicht, von wem das ist. Klingt so, als wäre es von Paris Hilton. Ja, könnte gut sein, dass es von der ist. Aber so die Kategorie. Ja. So war ich da auf einmal. Und das war, also das war absurd. Dann hat es Klick gemacht. Und hast du, dann die Klasse gewechselt oder bist du dann geblieben? Hast du gewechselt. Bye, Bitches. So warst du. Und in der 9. wurde ich aber auch nicht Klassensprecher gewählt. Also das hatte ich dann davon. Die Rolle, die ich eh nicht wollte. Naja. Das war mein großer Fall. Wie sind wir jetzt von Heteroversion zu... Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber das war... Warst du mal Klassensprecherin? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich wollte auf jeden Fall sehr dolle Klassensprecherin sein und bin ganz oft dran gescheitert, kurz vorher. Hab mich nicht genug Leute gewählt. War schwierig für mein Ego, bin ich ganz ehrlich. Das war wirklich eine schwierige Zeit. Du den YouTube-Channel aufmachen dann. Genau, da habe ich mir dann die Bestätigung geholt, die ich all die Jahre nicht bekommen habe. Ja. Ich glaube, ich war auch mal kurz Klassensprecherin. Aber wie gesagt, so ich hatte so Phasen, ich glaube, manche Leute haben mich einfach richtig doll auch nicht gemocht. Ja. Also ich weiß das auch noch, das gab es Zeiten, da war ich komplett unbeliebt. Ja. Und was wäre, wenn man die nicht gehabt hätte, diese Zeit? Ja, ich glaube, es gehört auch so zum Erwachsenwerden dazu und ich finde es auch voll wichtig. Ja. Es ist zwar voll hart und voll so schwierig schlimm manchmal in dem Moment, aber irgendwie glaube ich schon, dass mich das auch zu einer besseren Person gemacht hat, weil man auch manchmal so ein bisschen Spiegel vorgehalten bekommen hat. Ja. Oder ein bisschen so... auch sich nicht wie die überkrasseste gefühlt hat, immer. Nicht famous in Paris gewesen, sondern halt mal. Ja, das habe ich ja jetzt dann jeden Tag. Und jetzt ist es aber scheißegal und das finde ich so entspannt daran. In der Schule hat man sich über sowas Gedanken gemacht. Jetzt ist mir das so wurscht. Voll. Es ist ja auch wirklich voll normal, dass einen Leute nicht mögen. Ja. Ich mag ja auch nicht ihn. Ja, nee, aber auch dieses famous Dingsbums. Ach so, ja. Also ich fühle mich schon sehr berühmt und sehr wichtig. Absolut, vor allem wenn wir hier hocken. Hier hocken.
Wirklich, das ist der Glamour pur, den man sich so vorstellt. Ja. Ich habe natürlich auch überlegt, was wäre Homo Mirella für eine Mirella. Oh, ja, bitte. Und also da ist mir direkt auch das Kinderthema natürlich zu Kopf gekommen. Und da dachte ich mir, das fände ich richtig, also die Option zu haben, dass man sich entscheidet, kriegst du jetzt das Kind oder ich das Kind, das ist ja der Hammer. Also das, was du in deiner Homo-Version weniger hast, habe ich ja dann doppelt quasi, dass man sich das teilen kann, dass man sich tatsächlich so das Stillen dann teilen kann. Ich glaube, das kann man irgendwie machen, dass dann beide tatsächlich stillen können, wenn die Hormone da richtig anspringen. Ich weiß es nicht 100%, ich bin nicht ganz in der Thematik drin, aber ich habe das schon mal irgendwo aufgeschnappt, dass das irgendwie funktioniert. Das wäre geil. Das ist doch der Oberknaller. Ja. Oder dass man dann auch sagt, zum Beispiel ein Kind, das mache ich, das andere Kind machst dann du. Oder vielleicht kann auch eine von beiden irgendwie funktionieren. Ja. Es gibt ja auch immer noch solche Themen und so. Und dass man einfach so, und dass ja auch diese Person dann, wenn das eine Frau mit Gebärmutter ist, dann kann man ja auch drüber sprechen, so, welchen Zyklus, hat man dann den gleichen Zyklus vielleicht? Sinkt das ist man doch so ein Ding, so? Oder dass man sagt, Freundinnen passen manchmal ihren Zyklus, wenn die viel Zeit mit danach. Ist und das ein Ding? Oder ist ich glaube, es ist ein Ding. Ich glaube, es ist auch ein Mythos, aber ich habe das schon öfter auch beobachtet, dass es dann tatsächlich so ist. Das finde ich verrückt. Ja, und dann kann man, weiß man, und man versteht so richtig krass einfach, was die andere einfach gerade durchmacht. Das finde ich total crazy. Also man kann auch Partner haben, männliche Partner oder Partner ohne Gebärmutter, die dann einfach das auch sehr nachvollziehen. So, aber sind trotzdem, ist es ein anderer Körper dann und trotzdem ist es... dass es nie nachfühlen kann, wie sich es genau anfühlt. Ja, oder auch Schwangerschaft oder Geburt und all das. Alles. Man, das finde ich schon irgendwie eine crazy Vorstellung. Einfach ein Zyklus auch. Ja, wie sich der anfühlt, wann welche Hormone wie kicken. Ist es beim Mann so, dass er jeden Tag irgendwie oder alle zwei 24 Tage... 24-Stunden-Zyklus haben Männer, glaube ich. Also das ist ja auch eine absurde Sache dann. Ja. Und ich ihr blutet den. Nicht. Ja, zum Glück. Ja. Da, wirklich, das ist eine Vorstellung, die kann ich, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also das geht halt einfach nicht so, ne? Naja, bin ich nicht böse drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich frage mich auch, ob ich dann, also wäre ich dann jetzt in einer festen Partnerinschaft, wäre ich irgendwie Single, wie wäre das, was für, also ich meine, es ist ja auch nicht nur, also es in einer heteronormativen Gesellschaft groß zu werden als homosexuelle Person bringt ja auch nicht nur Highlife und Partytime mit sich, sondern ja auch viele schwierige Momente oder Vorurteile oder all solche Sachen, gegen die man ja dann irgendwie sich aufbäumen muss und so. All das so zu erleben, stelle ich mir auch total herausfordernd vor und anstrengend vor. Prägend auf jeden Fall, ja. Ja, voll. Aber ja, stimmt, auch das weiß man nicht, wie das anders gewesen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass lesbische Frauen ja auch nochmal einen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Voll, also es ist ja auch dann irgendwie, dass man irgendwie lesbisch aussieht oder eben nicht lesbisch aussieht. Oh mein Gott, und all solche Klischees. Oder? Auch das noch damit eingerechnet. Voll. Ja, voll. Wurde dir nicht auch irgendwann, haben nicht voll viele auch immer gedacht, dass du lesbisch wärst? Ja, I give up. Ich habe letztens einen Podcast von Hazel Brugger gesehen, wo eine zu ihr sagt, bei der Hazel geht der Gator an und die Hazel sagt, bei mir selber geht mein Gator an. Ich bin mit einem Mann verheiratet und ich finde das irgendwie witzig. Also ich glaube auch, also ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich einfach denke, man verliebt sich auch irgendwie in Menschen und ich habe mich auch safe in meiner Vergangenheit schon zu Frauen hingezogen gefühlt und aber auch oft zu Männern und das ist irgendwie alles. Ich glaube, vieles ist einfach so gesellschaftlich vorgegeben, dass man halt sagt, okay, Frauen stehen auf Männer und Männer stehen auf Frauen und dann ist man so als Kind oftmals so, ja, okay, dann mache ich das so und alles andere wird dann vielleicht eher zur Seite geschoben oder man muss sich das dann so erstmal erarbeiten, dass man irgendwie so denkt, ah, was will ich denn eigentlich wirklich? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auch eine Zeit hatte, da habe ich mich, also habe ich zumindest gedacht, auch in Frauen verliebt und so Crushes gehabt und ich weiß nicht, das war halt diese hormonelle pubertierende Zeit einfach, ob da einfach alles möglich ist und so. Und dann habe ich fast wie so ein Reset gehabt. Ja. Und dann waren es auf einmal nur noch Männer. Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ob ich dann gedacht habe, ich wäre verliebt, weil ich noch nie wirklich verliebt war. Und dachte, das ist das jetzt halt. Oder ob das wirklich so war. Also ich würde das jetzt rückblickend... Kann man es nicht einordnen. Keine Ahnung mehr, weil jetzt kann ich auch das Gefühl nicht mehr nachvollziehen, dass ich damals dann den Personen gegenüber hatte. Aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass es so war.
Ja, voll. Also ich würde jetzt auch nichts ausschließen, aber ich bin halt gerade in einer hetero Beziehung und in einer monogamen Beziehung und das passt auch alles so, wie es ist. Ja. Aber ja, ich finde es irgendwie spannend, sich zu überlegen, was wäre, wenn und Ja, aber das finde ich echt das am geilsten, wenn man einfach mit einer Frau... Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass man theoretisch dann gleichzeitig stillen könnte. Ich habe jetzt richtig Angst, dass ich Scheiße erzähle, aber ich glaube, es geht. Das wäre wirklich, das ist die Innovation. Ja. We're onto something. Ja, wirklich. Freundinnen müssen sich jetzt immer zusammentun. Ja. Es wird jetzt nur noch in Kommunen gelebt. Ja, aber früher war das ja so ein Thema mit, glaube ich, diesen... wie heißt es denn? Waren das dann nicht irgendwie so Ammen oder sowas? Ja, stimmt. Dass die ja auch gestillt haben und die hatten dann mehrere, also das war, glaube ich, früher schon ein Thema, dass man dann auch einfach andere Kinder gestillt hat. Ich hatte mal so einen komischen Traum, wo ich habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Dass ich irgendwie das Baby von einer Freundin stillen musste. Und das war irgendwie so, ja, okay, dann mache ich das halt. Während du selber auch ein Baby hattest? Nee, oder? Das war, ich glaube, noch nicht. Okay. Nee, ganz komisch. Ja, aber ich glaube, das war früher viel größeres Thema. Wahrscheinlich aber auch bei so Leuten mit sehr viel Geld, oder? Also Ammen habe ich irgendwie das Gefühl, das war doch der Adel. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, oder früher, wenn die halt am Lagerfeuer saßen, die Steinzeitmenschen. Da wurde das Baby mal rumgereicht. Da wurde es rumgereicht. Wer hat gerade eine Titte frei und los. So, ja. Ich glaube, es ist schon irgendwie anders gewesen. Ist vielleicht auch gut, dass es nicht mehr so ist. Ich bin nicht ganz in der Thematik drin. Aber alleine sich irgendwie so das teilen zu können, wäre schon ein Pro-Argument. Voll. Du bist ja weggezogen mal. Ich bin ja wirklich noch nie weggezogen und ich dachte, ich ziehe immer weg. Also weg aus der Stadt. Ja, also nicht aufs Land, sondern nach Berlin. Ja. Ich habe während der Schulzeit immer gedacht, dass ich nach dem Abi sofort meine Sachen packen würde und nach Berlin ziehen, weil mir das einfach so gut gefallen hat, was ich da im Familienurlaub mal da war. Wo mir danach auch erzählt wurde von meiner Familie, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass wir über ein Bordell gewohnt haben, unsere Ferienwohnung. War es ein Saunaclub oder? Ich weiß es nicht, weil wie gesagt, es ist wirklich total an mir vorbeigegangen, habe ich überhaupt nicht gecheckt. Sowas checkt man als Kind auch nicht. Ne? Nee. Also die hätten da alles hinstellen können, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemerkt. Wahrscheinlich waren wir ja direkt beim KitKat oder so. Und Bordell. Genau. Nee, aber das habe ich nicht gecheckt und ich fand aber Berlin einfach so als Stadt so cool. Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe sofort nach Berlin. Träume war. Dann habe ich aber doch meinen Ausbildungsberuf hier bekommen, deswegen bin ich nach Berlin gezogen. Ja. Aber was wäre, wenn? Hätte ich dann irgendein unnötiges Studium angefangen, einfach um halt nach Berlin zu gehen, hätte ich mal im Katalog geschaut, was gibt's hier. Hast du irgendeine Idee, was du studiert hättest? Ja, irgendwas, was mit Kopf. Philosophisches, irgendwas, wo ich nicht viel lernen kann oder wenn ich es nicht irgendwie mache, darauf schieben kann. Irgendwie sehe ich auch Religion bei dir, auf so eine komische, ironische Art und Weise. Auf eine ironische, echt ganz cool. Leute. Ethik. Ja, oder sowas, genau. Voll. Sowas könnte ich dann machen. Aber ich habe das Gefühl, ich wollte ja nicht studieren, aber in so einem Fall hätte ich es dann gemacht, weil ich brauche irgendeinen Anlass, dahin zu gehen. Ja. Weil alles andere, also so. Ja, du wärst jetzt dann auch, also ich meine, wenn du wirklich nach dem Abitur nach Berlin gegangen wärst, dann wirst du ja jetzt schon 7 Jahre oder sowas dann da leben. Ja, irgendwie sowas. 16. Das heißt, wärst du dann schon an einem Punkt, wo du, wenn jemand fragt, du kommst aus Berlin, dann würdest du sagen, ja, nee, aber schon, also ich lebe schon sehr lang hier. Weißt du, was ich meine? Das Gespräch hatte ich vor kurzem erst. Ich glaube, ab 10 Jahren darf man sagen, dass man Berliner ist. Wirklich? Also so ist es ja. In New York gibt es ja auch diese Regel, dass man entweder, ich glaube, 10 Jahre oder du musst einmal vom Taxi angefahren worden sein. Ich wurde nur in New York mal von einem Fahrrad angefahren. Das zählt fast. New Yorkerin. Bin ich New Yorkerin. Als ich aus dem Taxi ausgestiegen bin, habe ich nicht auf die Fahrradlänge geguckt. Wirklich? Ja. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Eigentlich. Und ich hatte noch einen Regenschirm in der Hand. Also es ist wirklich so richtig, wie man sich vorstellt. Hast du dich da verletzt? Oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Niemand hat sich verletzt. Okay, gut. Aber oh mein Gott. Ich habe letztens so ein Reel gesehen, da ist Fashion Week. Aha. Und da geht so irgend so ein Typ so aus dem Taxi raus und läuft über eine Bike Lane und guckt halt nicht links, rechts und eine Fahrradfahrerin muss voll da anhalten, es passiert nichts. Aber er ist so, watch where you're going. Oh mein Gott, und die Kamera hat es alles aufgenommen. Oh Gott, wäre mir das peinlich. Oh aber wie er so tut, so als wäre er so voll im Recht und ist so, bitch,
Hallo. Und die Top-Kommentare sind irgendwie auch nur sowas wie, das weiß doch jeder, dass während Fashion Week die Fahrradwege zu Catwalks werden. So. Geil. Aber hat der das selber gepostet? Nee, es war so ein Stitch oder wie man das heutzutage sagt, dass dann jemand anders das auch noch kommentiert hat und so nachgeäfft hat. Wahnsinn. Nee, also ich glaube, da müsste ich 10 Jahre dort sein, um als Berliner durchzugehen. Aber was, wie wäre ich? Hätte mich Berlin verändert? Ich will jetzt nicht so klischeehaft sein, aber ich sehe einen schwarzen Look. Ja. Ein bisschen Leder auch. Ja. Ja. Glaube ich auch. Wärst du eine Partymaus? Weil du bist ja eigentlich keine Partymaus. Das ist eben das. Ich bin ja jetzt überhaupt keine Partymaus. Ja. Aber ich war ja früher schon ein bisschen Partymaus. Und vielleicht hätte ich das, wäre das ja so mein Step dann noch gewesen. Ich war ja auch, ich bin ja auch gar keine Partymaus, aber ich war ja eine Zeit lang auch in Köln, war ich eine riesige Partymaus. Ich glaube, du hättest eine Partyzeit auf jeden Fall. Ich glaube, du würdest jetzt eher sagen, das mache ich nicht mehr. Ich gehe jetzt eher so in Bars und trinke ein Glas Rotwein. Bin schon so drüber hinweg, aber trotzdem noch schwarz gekleidet. Ja. Das ist noch ein bisschen hängen geblieben. Ja. Wie so ein Hippie, der in den 70er Jahren Hippie war, aber das noch nicht ganz gehen lassen kann und jetzt immer noch ein bisschen zu lange Haare hat für die Frisur, weil wo da schon fast keine Haare mehr sind eigentlich. So wäre ich dann jetzt quasi noch in Berlin, aber schwarz gekleidet, in einer Bar Rotwein trinkend. Ja, das sehe ich total bei dir. Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch so eine Altbauwohnung mit so knarzenden Dielen. Da wäre ich aber sofort dabei. Ja, ne? Aber hallo. Ich sehe auch bei dir so eine Doppeltür, eine Flügeltür ins Schlafzimmer, vom Wohnzimmer aus. Mhm. Und das war es aber auch dann. Das ist, größer kann die Wohnung nicht sein, weil mehr kann ich auch gar nicht leisten. Mit meinem Theologiestudium. Aber das Gute ist, du bist ja schon vor 7 Jahren nach Berlin gekommen. Da waren die Preise noch. Da habe ich mich noch, Weißt du, was ich meine? Da hattest du wirklich noch Glück mit dem Vermieter auch. Ja. Ihr habt euch ja von Anfang an echt super gut verstanden. Ja. Ja, ich war ja davor noch in der 10er-WG. Genau. Und dann bin ich aber irgendwann rausgeschmissen worden, weil ich immer zu spät nach Hause gekommen bin vom Party machen. Und daraufhin musste ich mir dann die Wohnung suchen. Ich sehe auch ganz viele Pflanzen bei dir. Ja, glaube ich auch. Hälfte tot. Ja, aber du ziehst dann auch deine eigenen Ableger in so Gläsern mit Wasser. Ja, ja, also Reagenzgläser. Ja. Aber die werden auch nie eingetopft. Nee. Die sind einfach schon nur da. Wurzeln. Ja. Ja. Die Gläser sehen auch nicht mehr durchsichtig aus. Nee. Ja, das wäre ich in Berlin. Ja. Einfach ein bisschen... Naja, einfach alternativ auch. Du aber besser. Ja, cooler, auf jeden Fall cooler. Ja, und du Köln, was würdest du sagen, wenn du nicht nach Köln gezogen wärst? Warum bist du eigentlich nach Köln gezogen? Weil ich dachte, dass ich da... YouTube-Hauptstadt, ne? YouTube-Hauptstadt, weil ich dachte, dass ich da nochmal meine Karriere aufs nächste Level heben werde. Und guck, was passiert ist, gar nichts. Nee, ich finde, glaube ich, karrieremäßig hat es wirklich überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt, wo ich gewohnt habe. Ich habe viel gefeiert und viel gesoffen in der Zeit. Kann man einfach mal so sagen. Ja. Und es hat mein Leben verändert, indem dass ich ja da meinen Partner getroffen habe und da deswegen bin ich ganz happy darüber. Ja, natürlich. Ja, diese Vorstellung, das finde ich auch irgendwie crazy, dass man, wenn man jetzt nicht PartnerIn da getroffen hätte, an dem Punkt und dann wäre man einfach, vielleicht nie, hätte man sich nie getroffen oder hätte man sich woanders getroffen? Ja, oder? Das frage ich mich immer. Weil ich war ja auch immer zum Beispiel zwischen Köln und Berlin. Das war ja bei mir die große Frage, gehe ich nach Köln, gehe ich nach Berlin? Und dann ist es Köln geworden und ich habe mir auch immer gedacht, ach, vielleicht werde ich nochmal in Berlin leben, aber jetzt sehe ich das gerade gar nicht für mich. Also gerade kann ich mir eher noch mehr Land vorstellen als jetzt schon. Ja, ich finde das Dorfleben, das geht mir richtig gut ab. Ja, gut. Vielleicht kommt das dann, wenn du dann keine Kinder mehr hast mit 50 und dann nochmal einen Neuanfang brauchst. Vielleicht will ich dann nochmal raven in Berlin. Genau. Ja. Ab ins Berghain. Ja. Weißt du, was ich... Am Berghain habe ich vor kurzem herausgefunden, dass man da auch nachmittags gehen kann. Ja. Wusste ich nicht. Finde ich sympathisch. Aber ich glaube, das, was dann passiert, ist nicht so. Du stellst dir was anderes. Das ist kein Nachmittagskaffeekränzchen. Ja, genau. Ich stelle es mir halt so vor, dass ich nicht so lange wach bleiben muss. Deswegen gehe ich am Nachmittag rein. Aber ich glaube, so ist es leider überhaupt. Ich glaube, da sind vielleicht Leute noch von nachts bis Nachmittag auch übrig quasi noch da. Ah, 100% wird das so sein. Und ich würde gar nicht reinkommen. So geht's ja schon mal los. Ich würde ja niemals... Ganz ehrlich, ich könnte mir die Blöße nicht geben, mich da anzustellen. Weil du weißt, dass du abgewiesen wirst oder könntest, abgewiesen werden könntest. Ja, und ich brauche diesen Kick im Leben, brauche ich wirklich nicht mehr. Ich hatte es in meiner Schulzeit, da wurde ich genug abgewiesen. Hm. Es katapultiert mich in eine Zeit rein, die ich nicht möchte. An der Clubtür wurdest du da mal abgewiesen?
Ich muss überlegen. Weil in Nürnberg die Clubs, die lassen doch allen rein, oder? Ja. Also, lass mich würde mich mal jetzt wundern. Du? Nee. Ich weiß, dass manchmal Leute abgewiesen wurden, die zu besoffen waren. Ja, oder wenn es zu viele Männer waren. Ja, stimmt, genau. Oder nicht die richtigen Schuhe. Da war ich einmal dabei, da hatte jemand nicht die richtigen Schuhe an. Oh. Und wurde dann nicht reingelassen. Aber das waren halt auch also Sandalen oder sowas. Ich bin einmal nicht reingelassen, weil die gecheckt haben, dass es nicht mein Ausweis ist. Bist du gerannt? Geheult auf jeden Fall. Da, das war ja das erste Mal, als ich gesagt bekommen habe, sie kriegen eine Anzeige. Aber ich habe nie eine Anzeige bekommen. Die haben mich einfach hops genommen. Okay, gut. Ja, aber ich habe so doll geheult. Die hatten so ja auch deine Personalien nicht. Das ist ja nicht mein echter Ausweis. Eben. Jennifer, den Nachnamen kann ich nicht. Nee, ist jetzt zweimal passiert, dass ich damit aufgeflogen bin. Ja, aber ich glaube, das passiert da halt jeden Tag. Ja. 50 Mal ungefähr an der Clubtür. Voll. Nee, aber ich glaube, ja, kann mich nicht erinnern. Aber es ist wirklich halt diese Art von Abweisung, die man eigentlich aus der Jugend kennt. Ja, genau. Und also vom Schwarm, in dem man verliebt ist, wo es dann nicht klappt oder, keine Ahnung, Klassensprecherwahl, wo dann sich niemand einwählt oder halt irgendwie dieses, ich brauch das nicht, brauche ich diesen Thrill nicht, warum? Ja, du hast das schon gehabt, meinst du, in der Jugend schon, voll. Diese Abweisung, die du beim Berghain noch. Ja, und vor allem auch diese Bestätigung von außen, das immer so zu suchen und dann zu bekommen und dann irgendwie. Ich glaube halt auch wirklich, das ist ja auch eine Sache, weil wir halt auch Bestätigung von der Öffentlichkeit irgendwie bekommen, dass wir das noch weniger wollen, ehrlich gesagt. Es kann natürlich auch ins andere umschlagen und gibt auch Leute, die brauchen dann noch mehr und noch mehr und noch mehr Bestätigung. Voll. Aber irgendwie hat sich das bei mir komplett gewandelt, dass ich das gar nicht mehr brauche dadurch irgendwie. Ist ja schon mal aufgefallen, dass du irgendwie, wenn du dich schlecht gefühlt hast, irgendwie, weiß ich nicht, ungeliebt, abgewiesen, irgendwie sowas, dass du dann schon mal zum Handy gegriffen hast, um dich dann irgendwie besser zu fühlen? Nee, nicht aktiv, nee. Ich schon. Ich habe das schon mal bei mir beobachtet. Ja? Ja, voll. Aber auch geil, wenn es diese Möglichkeit gibt. Ja, irgendwie ehrlich. Schon. Aber ich glaube, man muss es schon so ein bisschen beobachten. Aber ich finde es schon mal gut, dass es mir aufgefallen ist, dass man, weil es ist ja schon, man ist es sehr gewohnt, dass man da halt so schnell irgendwie dieses Dopamin einfach herbekommt, wenn man irgendwas postet oder irgendwie irgendwelche Kommentare sich anguckt. Sind auch nicht immer nur nette Kommentare dabei, aber schon halt viel dieses, viel Zuspruch, den man ja auch bekommt. Und ich glaube schon, dass das so ein großer, dass es auch eine große Falle ist oder Auf jeden Fall. Auch reintappen und sich dann nur darüber profilieren oder identifizieren, wie viele Follower, wie viele Likes. Ich mache es jetzt eher sogar ganz bewusst, so dass ich irgendwann aufhöre, die Kommentare zu lesen. Also ich bin immer ein paar Stunden nach dem Posten dann noch dabei und schaue, dass ich ein paar Leuten antworte und so, aber gehe dann nicht aktiv nochmal in das Video unter die Kommentare und lese nochmal durch, weil ich glaube, es ist nicht gesund, wenn man sich 50 Mal am Tag durchliest, wie geil man ist. Es kann keinem Menschen gut tun. Nee. So. Ich glaube nicht, dass der Mensch überhaupt dafür gemacht ist, dass so viele Leute einem zuschauen. Nee. Erstmal, so, wenn man an die Steinzeit zurückdenkt, da war das auch nicht so. Und dann, glaube ich, muss ich das jetzt auch nicht herausfordern, so meine Psyche. Voll. Ich finde das jetzt zum Beispiel auch spannend im Hinblick auf irgendwie, wie es jetzt weitergeht. Ich gehe jetzt bald in Babypause. Ja. Und dann ist es halt natürlich ein großer Kontrast zu, wenn ich dann auch mal gar kein Social Media mache für, ich weiß noch nicht genau wie lange, aber dass ich da halt auch mit dieser Stille zurechtkomme und mit eben nicht dieser Bestätigung durch andere, die mich gar nicht kennen, durch eine anonyme große Masse, sage ich mal, sondern ich muss dann halt die Bestätigung darin finden, in mir selber oder halt in meiner Familie oder in dem Sauerteigbrot, was ich backe. Genau, das dir dann vielleicht gelingt. Oder ja, also das ist schon, glaube ich, ich bin da schon gespannt, wie sehr mir das vielleicht fehlen wird oder auch nicht fehlen wird oder auch gut tut. Also ich habe ja schon öfter mal Pausen gemacht und habe schon immer gemerkt, dass es einem auch gut tut, aber dass es danach einem auch immer was so ein bisschen in den Fingern juckt und man wieder Bock auch drauf hat, aber das ist ja auch was total Positives. Eigentlich schön, wenn dann, das ist ja auch dein Beruf, wenn du wieder Bock auf deinen Beruf dann hast, das ist ja gut. Ja. Aber das stimmt und vor allem wird ja dann erstmal viel von dir gefordert werden. Voll. Also du bist ja dann nicht in der Rolle vom Nehmen, sondern einfach nur vom Geben eigentlich die ganze Zeit. Und das ist ja dann nochmal extrem obendrauf. Ja. Auf dem
keine Bestätigung bekommen von irgendeiner fremden, anonymen Masse oder so. Aber das zeigt dann einem, glaube ich, auch immer noch, wie doll man sich damit identifiziert, wer man im Internet irgendwie ist oder wie doll vielleicht auch nicht. Also, dass man einfach auch merkt, man ist was wert ohne den Applaus von außen oder... Also weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, es ist voll wichtig, dass man da sich nicht dieses Traumschloss aufbaut, wo alle ja immer den hier machen. Und wenn man irgendwie Hate bekommt, dann sind es eh nur die Hater und die lasse ich nicht an mich ran. Und ja, so. Ist so. Weißt du, was ich meine? Dass man da schon auch einfach in der Realität mal wieder eine gewisse Zeit verbringt und sich anguckt, wer ist denn da? Was macht mich glücklich, was erfüllt mich und was vielleicht auch nicht, was vermisse ich. Also ich glaube, das ist irgendwie, ich freue mich irgendwie auf diese Phase, weil das ja so eine besondere Phase ist, die mir sonst so nicht nehmen würde wahrscheinlich. Also ich mache mal irgendwie so ein, keine Ahnung, Social Media Detox. Voll, ja. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du einen 9-to-5-Job hättest, dann hättest du ja gar nicht diesen krassen Kontrast einfach. Deswegen, das kann man sich so schwer vorstellen, gerade auch in deinem Fall, wo du das ja schon so lange machst und schon so lange mit diesem Feedback, dieses nie aufhörende, lebst. Also, aber ich glaube, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt schon so ein Arbeitshandy habe, ein privates Handy, was dann auch wirklich jetzt irgendwie am Wochenende dann einfach weg ist. Ja. Ich habe das schon, ich versuche. Und da bist du sehr konsequent auch. Das ist echt krass. Das klingt so, ich erreiche dich dann nie. Nee, überhaupt nicht. Aber man merkt einfach, dass du halt auch dann nicht postest und nicht aktiv bist und so. Und das ist ja sehr gesund einfach. Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Weg, dass ich das langfristig irgendwie hinbekomme. Ja. Weil ich finde halt die Vorstellung, dass ich so in dieser Internetwelt lebe, dass ich gar nicht richtig checke, was im echten Leben passiert und dann irgendwann den Wake-up-Call vielleicht bekomme und dann merke, oh krass, ich habe irgendwie die Kindheit meiner Kinder verpasst oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, meine Blütezeit mit Anfang 30 verpasst oder was weiß ich. Oder ich habe nur für andere gelebt oder nur etwas versucht aufrechtzuerhalten oder darzustellen, was ich gar nicht bin. Und dann zu merken, am Ende ist dann irgendwie doch niemand da und ich habe keine Freundinnen mehr im echten Leben oder sowas. Das finde ich total fürchterlich, diese Vorstellung. Ich glaube aber auch, das könnte vielen Leuten so gehen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Dass die auch irgendwie so sich in die Karriere einfach reinschmeißen. Ja, genau, stimmt, das gibt's und ja auch. Und ich glaube, da gibt's aber auch Phasen im Leben so. Das macht man mal vielleicht mal eine Zeit lang und dann gibt's wieder Phasen, da lässt man ein bisschen lockerer. Aber es gibt ja so viele Leute, die auch Karriere krassen machen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja, ja. Und die da auch extrem viel Zeit und Mühe und Arbeit reinstecken müssen, um dahin zu kommen, wo sie sich das vielleicht vorstellen. Und dann wird ja immer was anderes irgendwie kürzer treten müssen, um diesen Aufwand halt eingehen zu können. Und es ist ja auch nicht immer die große Karriere. Es ist ja manchmal auch sowas wie Care-Arbeit oder so, dass man so davon eingenommen wird und nicht die Unterstützung hat, die man bräuchte, um vielleicht auch was anderes zu machen und dann irgendwie merkt, also es ist ja auch Einsamkeit unter Müttern ja auch ein riesengroßes Thema. Genau. Oder einfach, dass man einen Job hat, der einfach so sehr fordernd ist, aber vielleicht gar nicht am Ende. Du kannst auch irgendein Hobby oder ein Ehrenamt, wo du dich komplett dadurch identifizierst und irgendwann merkst, ach scheiße Mann, ich habe überhaupt nichts mehr anderes gemacht oder so. Und ein paar Jahre später denkst du, ich habe so viel verpasst in der Zeit. Alkoholismus oder Drogenkonsum oder was ganz weiß ich. Ganz schlimm. Also es gibt ja alles, kann alles passieren. Alles Mögliche irgendwie. Aber ich glaube, Balance is key. Balance is key. Wahnsinn, wie wir von hier ich weiß nicht, wo wir angefangen haben. Das ist das Philosophiestudium. Abgeschlossen hiermit. Das haben wir hiermit absolviert. Zum Glück bin ich nicht Berlin, weil dann hätten wir uns vielleicht jetzt hier nicht hinsetzen können. Nee. Und das besprechen können. Mit einer Berliner Maus könnte ich den Podcast nicht machen. Das muss schon 2 Franken unter sich sein. Wir müssen schon über Brotbacken reden und über einen Garten, der in der Blüte ist oder auch nicht in der Blüte ist. Ja, fei, horch mal. Fei. Ja. Das hat Mirella mir gerade noch gesagt, dass ich so oft einfach fei in den so Satz. Oft, aber manchmal sagst du einfach fei. Ja. Und merke das aber gar nicht selber. Und ich glaube, fei ist wirklich, das ist ja nur so ein Füllwort, was es fei nur in Franken gibt. Das gibt es fei echt nur in Franken. Und das kennen fei viele gar nicht. Nee. Dann. Das wird man gar nicht denken, wie viele das fei nicht kennen. Und man kann es fei auch gar nicht übersetzen dann in irgendein anderes Wort. Man kann es halt einfach weglassen. Das funktioniert genauso. Genau. Das ist irgendwie so fast so ein bisschen. Klugscheißerisch klingt fei, finde ich. Weißt du das denn? Nee, ich finde es leider überhaupt nicht klug. Ich finde es so dumm, Batze. Echt? Aber das ist fei so, ist so ein bisschen,
Es war wirklich so. Ach so, ja, so, du musst mir wirklich glauben, genau. Weil ich weiß es besser als du. Genau. Ja, yeah, okay. Ja, das da daher ich kommt mit. Dieses ein bisschen so. Ja. Nochmal. Weißt du das überhaupt? Emphasis. Genau, genau. Betonung, wie man auf Deutsch. Wie hieß es gleich noch? Wie war noch? Das deutsche Wort? Ja. Vanessa. Ja, es ist ja so, wenn ich bin ja nach dem Abitur ins Ausland gegangen. Oh mein Gott, stimmt. Und darüber wollten wir auch reden. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich ein ganz anderer Mensch. Frei. Ja. Und ich bin nicht ins Ausland gegangen, weil ich und wenn du das gemacht hättest, wärst du... Ich glaube tatsächlich, dass diese Auslandssache gar nichts in meinem Leben großartig angestoßen hat. Glaubst du nicht? Auch was nicht so denn? Einfach einen guten, klaren Cut zwischen Schulzeit und Leben ja, danach zu schaffen? Ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da gemerkt habe, ich werde YouTuberin. Stimmt, das ist ja danach passiert dann, ne? Ja, oder ich studiere jetzt das unbedingt. Also ich habe ja danach einfach, es hat voll gut getan, es war voll cool und es hat voll Spaß gemacht. Und bestimmt hat es mir auch den einen oder anderen Skill mitgegeben, von dem ich jetzt noch profitiere. Ja. Aber es war nicht so, ich finde nicht so wegweisend. Ja, das finde ich auch immer so geil, wenn sowas dann verkauft wird als so Berufsfindungsjahr. Ja, voll. Weil du wirst nicht merken, wer so, was du jetzt machen möchtest, wenn du irgendein Feld aberntest ja. oder so. Ja. Da wird dir jetzt, glaube ich, nicht die zündende Idee kommen. Ja. Dass du das auch in Deutschland machen wirst. Ja, ich meine, ich habe da sehr viel Unkraut gejätet. Ah ja. Und Hühner gefüttert und Alpakas süß. Tatsächlich geschert. Süß. Und das habe ich jetzt aber auch die letzten 15 Jahre nicht gemacht. Ja, so aber lange vielleicht ist das gar nicht her. Jetzt tue ich so, als ob ich 100 wäre. Vielleicht hättest du jetzt ein sehr großes Verlangen danach, wenn ja, du das gemacht hättest jetzt, schon mal. Ja, das stimmt. Ich war ja nicht im Ausland. Nee. Und ich habe mir das, also es gab auch ein paar Leute in meinem Umfeld, Freundinnen, die das auch gemacht haben. Dieses Auslandsjahr oder auch ein halbes Jahr oder keine Ahnung wie lange. Und ich habe aber gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, weil ich bin durchgefallen. Ich muss jetzt weitermachen. Du musst weitermachen. Und ich weiß aber, das ist diesen Druck, den man sich mit Anfang, Ende 10er Jahre und Anfang 20 macht und denkt, man muss schnell irgendwas machen, weil wirklich man keine Zeit hat, so. Ist so absurd. Ne? Komisch, warum habe ich denn das gefühlt? Das hätte niemanden gejuckt, hätte ich das gemacht. Hätte ich davor mal ein bisschen mein Geld angespart und dann mal einen Ausflug gemacht auf ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent vielleicht. Naja. Aber hat es deine Freundin großartig verändert? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Also es war für alle immer, die es gemacht haben, eine geile Zeit so ungefähr und die haben viel erlebt. Aber es war jetzt nie so, dass sie zurückgekommen sind und so ein neuer Mensch. Ja. Klar, das kennst du dann am besten wahrscheinlich. Mit den Wortfindungsstörungen. Genau, auch dass das du halt dann Jahre später noch auf Englisch träumst. Ja, ja. Australian English. English. Wow, das war wirklich richtig schlecht. Das war wirklich krank schlecht. Das wäre halt nicht passiert, wenn ich im Ausland gewesen wäre. Ja, da sieht man den Unterschied zwischen dir und mir. Ja. Und die Entscheidung, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Dass du sowas jetzt, dieser Fehler wäre dir halt nicht passiert. Das wäre mir nicht passiert, da kann ich leider überhaupt nicht relaten. Ja, aber wir haben ja die Entscheidung so getroffen in unserem Leben, wie wir sie getroffen haben. Wir haben uns entschieden, diesen Podcast anzufangen. Jetzt sind wir schon 20 Folgen oder sowas ja, 20 oder 21, glaube ich sogar, ja. Und jetzt ist es aber auch Zeit für eine kleine Sommerpause, eine kleine Babypause. Ja. Denn das ist die letzte Folge vor der Babypause. Babypause. Die hätten wir natürlich nicht gemacht. Es gäbe keine Sommerpause. Wir würden durchziehen. Aber es geht halt nicht. Ja. Wir sind aber wieder da am 1. August. Merkt euch das. Es ist wieder ein Donnerstag. Schreibt es euch in den Kalender. Folgt diesem Podcast und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich eine Notification, sobald wir wieder da sind. Vielleicht gibt es auch eine Woche vorher einen kleinen Teaser. Maybe. Ein kleines Hallihallo oder was auch immer. Wir halten uns das offen. Es war wirklich eine wunderbare erste Staffel, wenn man das jetzt so als Staffel bezeichnen möchte. Ja, ich habe sehr viel dazu gelernt. Wir arbeiten jetzt nicht so in Staffeln wahrscheinlich, aber trotzdem hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Danke für euer positives Feedback. Danke an dich, Mirella. Das hat wirklich, das war ich habe vorgestern super oder so schön. Auch mal auf TikTok tatsächlich geguckt, nur um echt? Zu gucken. Ja, und die teilweise gehen die richtig ab. Ja, manche Themen, da hacken sich die Leute ein. Aber manchmal sind die auch ganz schön gemein. Ja. Ja. Schon. Ja. Weil die dann nämlich uns nicht kennen teilweise, die ganzen die fremden sind dann Leute. Ich habe auch gesagt, meine Brille steht mir nicht, habe ich einmal gelesen. Und das ist frech. Das ist frech, weil die trage ich ja auch sehr häufig und sehr oft. Und die seitdem werde ich jetzt habe ich dich nicht mehr ohne gesehen, ehrlich gesagt, seit du die mal sie gerade abgesetzt. Ja. Aber wir werden uns dann im August sehen, wieder mit Brille. Mal gucken, ob der Bauch dann so aussieht oder anders. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Schaltet ein! Ich freue mich jetzt auch auf ein bisschen Entspannung. Ja, es war mir aber eine Freude. Jetzt, Und ich freue mich, wenn wir wieder zurück sind. Es war ein Fest.
Ihr wisst ja, wo ihr uns folgen könnt, wenn ihr das wollt. Und hier abonnieren, damit ihr wisst, wenn es wieder weitergeht und so. Wir freuen uns. Das tun wir. Macht's gut, genießt den Sommer, genießt das schöne Wetter. Und macht auch mal was, ohne dabei Podcast zu hören. Zumindest bis August. Ab dann macht ihr wieder euer Backen und Kochen mit uns im Ohr. Ich bin wirklich erstaunt gewesen, als ich vor kurzem mal was ohne Podcast gemacht habe, wie ruhig die Welt ist. Ja. Wirklich, hört mal das Vogelzwitschern an, hört mal eure Nachbarn an, wie sie sich streiten. Auch das. Lasst es in euer Leben rein. Aber wir freuen uns auch, wenn wir wieder zurück sind. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.